Hey Hallöchen, ich grüße euch. Heute geht es nochmal um das Thema Nachhaltigkeit bei Pflanzendrinks. Und zwar lässt mich die Frage nicht los, was ist nachhaltiger? Es gibt jetzt Haferdrinks in Glasflaschen. Das ist eine Glasflasche, aber im Kühlregal oder ein Tetrapack. Ja, diese zwei Möglichkeiten gibt es im Handel. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, was man auch mal bedenken sollte, ist, eine Cashewmilch, wo kommen diese Nüsse her? Ist das fair gehandelt? Ist da Kinderarbeit dabei? Aber ich möchte jetzt einfach mal zwei ungefähr ähnliche Produkte vergleichen. Natürlich kann man seinen Haferdrink auch selber machen. Dazu braucht man allerdings da hinten so eine Höllenmaschine, einen Mega-Turbo-Mixer, der auch Produktionskosten hat und damit Energie verbraucht bei der Herstellung und natürlich dann auch Strom beim Betrieb. Okay, der Tetrapack. Der besteht aus Papier, aus Aluminium und aus Kunststoff. Da lohnt es sich mal auf diesen Tetrapack genauer drauf zu schauen. Ja, da sind da diese Siegel drauf und dann siehst du, zum Beispiel erkennst du, wie nachhaltig ist dein Tetrapack daran, dass das Papier hier zum Beispiel entweder aus Recycling ist oder ein FSC-Siegel hat, das heißt aus nachhaltigem Forstbetrieb kommt. Und dieses Tetrapack hat das, das ist gut. Alu und Kunststoff in der Verpackung kann ein Problem sein, weil diese Stoffe natürlich auch auf das Endprodukt, den enthaltenen Haferdrink, übergehen. Das wäre jetzt ein Vorteil für diesen Haferdrink aus der Glasflasche, weil im Glas einfach das Endprodukt gesünder ist, sagen wir mal, ja, da findest du kein Mikroplastik drin. So, was ist praktischer? Ich finde ja einen Tetrapack praktischer und der kann dir runterfallen, der geht nicht unbedingt gleich kaputt, aber das hier nicht, ja, der ist auch leichter und die Glasflasche ist schwerer, was natürlich sich auf die Nachhaltigkeit auswirkt, weil ein Tetrapack weniger Energie braucht, um von A nach B zu transportiert werden mit dem LKW wie die Glasflaschen. Deshalb lohnt es sich, wieder genau zu lesen, wo kommen die Produkte her. Dieser Haferdrink kommt aus dem Schwarzwald, das ist bei mir quasi gleich um die Ecke und zum Teil sogar aus Baden-Württemberg. Ja? 50, 60 Kilometer ist man im Schwarzwald, also ist das ein sehr regionales Produkt für mich. Wenn du jetzt irgendwo anders wohnst, kann das schon wieder ganz anders ausschauen. Hier steht es nicht genau drauf, wo das herkommt. Da steht nur mit Hafer aus EU-Ländern. Aber wenn jetzt zum Beispiel zurückzukommen auf einen Cashew-Trink oder einen Mandeltrink gerne trinkst, dann frag dich mal, wo kommen denn die Nüsse her, die in diesem Trink verarbeitet sind. Außerdem, Milchprodukte von der Kuh sind hier mal außen vor, weil die sind nicht vergleichbar. Die haben einfach mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Das schließe ich mal aus. Ich denke, auch nur Veganer schauen dieses Video. Okay. Dann brauchst du natürlich auch Energie für Reinigung dieser Flaschen. Du musst sie wieder zurückbringen. So eine Flasche wird ungefähr 50 Mal verwendet. Dann hat sie quasi ausgedient. Ja? Das ist eine Recycling-Pfandflasche. Und das freut mich. Ich gebe die einfach zurück. Beim Tetrapack ist es wichtig, was du damit machst. Ja? Schmeißt du den in den Ozean oder gibst du den in ein Recycling-System? Schlecht ist es, wenn der Tetrapack hier oben so eine Plastikkappe hat. Früher, als ich noch klein war, gab es so eine Milch, die hat man hier so aufgemacht und einfach aufgeschnitten. Das wäre viel nachhaltiger, weil diese Plastikkappe hier ist halt ein zusätzliches Plastikteil, was vollkommen unnötig ist, allerdings auch den Vorteil hat, dass ich das halt wieder verschließen kann. Ja? Wenn du jetzt nicht so wie wir sehr viel Haferdrink brauchst, ist das auch nicht schlecht. Aber früher wurde das auch nicht schlecht, die Milch. Ja? Man hat das so hochgeklappt, hat man nichts getrunken, hat man das runtergeklappt und gut war. Zur Ökobilanz. Hier ist halt Plastik und Alu drin. Das mit dem Papier habe ich gesagt, darauf achten, woher es kommt. Und hier muss man halt darauf achten, wo kommt das her und wie oft wird diese Pfandflasche wiederverwendet. Das Ergebnis, ich habe jetzt nach Studien gesucht,
ob es etwas gibt. Ich habe auf der Seite www.utopia.de dazu einen Artikel gefunden und die schreiben, das war 2002, dass sie zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Eben wegen zum Beispiel diesem neuen Plastikverschluss. Das hat dann diesen höheren Plastikanteil, hat dann die Nachhaltigkeit dieses Produkts zu Ungunsten verlagert. Und hier ist halt der Ausschlag, wie weit wird das transportiert? Sind das 600 Kilometer? Über 600 Kilometer, dann ist das nicht mehr nachhaltig. Und ein anderes Gutachten ist auf 200 Kilometer gekommen. Also da musst du dann wirklich genau nachlesen, wo kommt das her? Ja, das war's eigentlich. Das Beste ist wohl, man macht sich seinen Haferdrink selber, aber dann brauchst du wieder diesen Mixer. Okay, es gibt kein wirkliches Ergebnis, was nachhaltiger ist. Entsorge deinen Tetra-Pack richtig, dann hast du auch alles gut gemacht. Nimm die Glasflasche und unterstütze diese Unternehmen, die das in Glas herausbringen. Wenn es mehr Leute gibt, die mit dem Pfandsystem arbeiten, denke ich, wird es auch nachhaltiger werden. Schreib mir gerne deine Meinung dazu. Vielleicht hast du eine aktuelle Studie. Es würde mich sehr interessieren. Und natürlich kommt noch der Geschmackstest. Ich kenne diesen Drink, der schmeckt gut und den habe ich noch nie probiert. Okay, ich bin mal gespannt, was natürlich die Nachhaltigkeit ins Bodenlose zurückschlägt, ist, dass das hier eine Kühlware ist. Ja, ein Kühltransport und ein gekühltes Produkt ist wahrscheinlich nicht nachhaltiger, dann doch lieber der Tetra-Pak. Er schmeckt lecker, süßlich und da ist eine Alge zugesetzt für zusätzliches Kalzium bei diesem Drink. Also, schmeckt richtig gut. Ihr könnt es ja mal probieren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was machen wir mit dem ganzen Müll auf dieser Welt? Das ist ein Thema, das mich echt verzweifeln lässt. Es muss was passieren. Am besten werde ich versuchen, meinen Hafermilchkonsum zu verringern. Der Konsum ist immer der Knackpunkt bei allem. Je weniger man von etwas konsumiert, desto nachhaltiger. Da muss sich halt jeder an die eigene Nase fassen. Das ist genauso wie mit dem Milchkonsum, mit dem Kuhmilchkonsum. Das darf man einfach nicht mehr machen in der heutigen Zeit. Okay, deswegen, jede vegane Pflanzenmilch ist nachhaltiger als Kuhmilch, weil da hast du nicht nur das Paket, sondern auch noch diese ganzen Pupse von den Kühen, der Nitratgehalt der Wiesen durch die Überdüngung, multiresistente Keime im Wasser, die Gülle überall. Das ist ein bodenloses Fass an Irrsinn. Ich hänge dir mal hier im Anhang noch ein Bild dran, der Vergleich Haferdrink zu Kuhmilch und wie viel Flächenverbrauch in der Agrarlandwirtschaft das benötigt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen, liebe Veganer, trinkt euren Pflanzendrink. Am besten keine Nüsse aus dem Ausland, sondern was Regionales und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Meine persönliche Einschätzung ist das. Macht's gut, ciao! Okay, hier gibt es eine Grafik zum Landverbrauch pro Liter Milch. Und du siehst, die Kuhmilch hat mit 9 Quadratmetern den größten Verbrauch, wobei die Pflanzenmilchen alle unter einem Quadratmeter Platzbedarf nur haben. So, hier sieht man die CO2-Emissionen pro Liter und auch die Kuhmilch braucht hier am meisten, gefolgt von der Sojamilch. Hafer- und Mandelmilch schneiden viel besser ab. Also 1 zu 3 Verhältnis von Soja zu Kuhmilch. Jetzt kommen wir zum Wasserverbrauch pro Liter. Die Kuhmilch hat mit 628 Litern am meisten Wasserverbrauch und die Mandelmilch hat extrem viel Wasserverbrauch, finde ich, 371. Zwar noch besser wie die Kuhmilch, aber Hafer und Soja sind hier viel nachhaltiger.